Wer Tore schießen will, drilled into the top. That was a fine strike. Muss den Ball haben. Wie schnell sich eine Bundesligamannschaft das Spielgerät nach Ballverlust zurückholt, ist also taktisch interessant. Um genau das herauszufinden, hat die DFL den neuen Bundesliga-Matchfact Balleroberungsdauer eingeführt. Der neue Wert beschreibt sekundengenau, wie schnell ein Team den Ballbesitz zurückgewinnt. Denn abhängig von ihren Stärken und Schwächen wählen die Mannschaften unterschiedliche Strategien. Einige Teams, wie zum Beispiel Bayern München, haben aktuell eine sehr dominante Spielphilosophie und möchten ständig im Ballbesitz sein. Bei Ballverlust wollen sie sofort den Ball zurück, indem sie sehr früh und sehr hoch pressen. Ihre Balleroberungsdauer ist somit relativ kurz. And now Coman to sprint away. It's Coman for Bayern. Away from Renault to make it two. Auch hier gegen Augsburg wollen die Bayern nach Ballverlust schnell wieder den Ball haben. Stichwort Gegenpressing. Die Bayern sind hier Bundesliga-Spitze. Dominanz über Balleroberung. Und wenn das in der Nähe des gegnerischen Tores passiert, ist es nicht weit bis zum Torabschluss. Hier ist die Ballrückeroberung bereits nach 7,5 Sekunden über Joshua Kimmich abgeschlossen. Über ihn starten die Bayern den neuen Angriff und am Ende heißt es Tor für Bayern. João Cancelo with a great ball in. Alphonso Davies with a terrific goal. Andere Teams überlassen lieber dem Gegner die Kontrolle und greifen erst tief in der eigenen Hälfte an, um den Ball zurückzubekommen. Abwarten, ein Erfolgsrezept von Union Berlin. Das zeigt auch ihre Balleroberungsdauer in der Partie gegen Leipzig, die deutlich länger ist als die vom Gegner. Mit ihren schnellen Angreifern sind sie mit dieser Taktik aber trotzdem sehr erfolgreich. And it is Geraldo Becker, who cuts inside and finds the top corner. Der Ballbesitzwechsel ist ein entscheidender Moment. Draufgehen oder den Gegner kommen lassen? Eine Frage, die sich jede Mannschaft stellen muss. Wie Union Berlin bevorzugt Bayer Leverkusen, die Ordnung zu halten und sich lieber zurückzuziehen, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Hier gegen Bremen gehen sie nach Ballverlust nicht sofort drauf, sondern warten ab. Die Angreifer ziehen sich zurück und überlassen Bremen das Spiel. Erst wenn die Grundordnung wieder steht, wird der ballführende Spieler angegangen. Pressing oder abwarten? Eine Frage der Spielanlage und bei jeder Mannschaft anders. Die Balleroberungsdauer sagt also nicht automatisch etwas über die Qualität einer Mannschaft aus. Wenn man wie Leverkusen schnelle Angreifer zur Verfügung hat, kann man mit Abwarten und Kontern sehr erfolgreich sein. Der Torschütze! It's 3-1! Darüber hinaus zeigt der neue Bundesliga-Matchfact Balleroberungsdauer aber auch, wie sich die Taktik einer Mannschaft während eines Spiels ändert. Denn wenn man in Rückstand gerät, muss man mehr jagen, um aufholen zu können. Wie hier Werder Bremen in der Partie gegen Gladbach. Nach zwei Rückständen verkürzt Bremen seine Balleroberungsdauer in der zweiten Halbzeit deutlich, greift also schneller an, um dann doch noch den Ausgleich zu schaffen. Dirks! How cool was that? From Marvin Dirks! Die Balleroberungsdauer zeigt aber auch, wie gut sich eine Mannschaft der Ballrückeroberung entzieht. Wie hier Borussia Dortmund, das den Kölnern, die eigentlich sehr schnell den Ball zurückerobern, keinen Zugriff gewährt. Die Kölner bleiben in dieser Partie deutlich unter ihrem Saisonschnitt. Der BVB lässt den Ball einfach zu gut zirkulieren und schlägt dann eiskalt zu. Die Balleroberungsdauer zeigt also auch, wenn ein Matchplan nicht aufgeht. It's Marlon and now Guerrero! Insgesamt bietet der neue Bundesliga-Matchfact powered by AWS Balleroberungsdauer also viele Möglichkeiten der Analyse. Er gibt Einblicke in die generelle Philosophie einer Mannschaft. Er zeigt, wie sich die Taktik im Spiel verändert und wann eine Mannschaft vom Gegner zum Reagieren statt zum Agieren gezwungen wird. Er vergleicht die Performance zweier Mannschaften und zeigt, ob eine Mannschaft sich mit ihrem Matchplan durchsetzen kann oder nicht.